Oha, das Bild ist so schön, oh mein Gott. Vorfreude ist da. Wieso habe ich nichts an? Das ist die Frage. Warum habe ich kein, also kein Shabraski unterm Pobis? Naja. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und oh mein Gott, ich bin so krank gehypt. Und zwar ist das neue Halloween-Update draußen und ich freue mich, glaube ich, schon seit 3 Monaten auf Halloween. No joke. Und jetzt ist es endlich soweit. Es gibt auch anscheinend neue Pferde. Ich habe keine Infos, was das Update beinhaltet. Ich werde jetzt alles in diesem Video erkunden. Es ist gerade 10.36 Uhr, also relativ früh noch. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht lang drum rum. Ich starte direkt, weil ich bin so... Ich freue mich so sehr, ich freue mich so, so sehr. Wir haben hier überall diese Glitzerdinger. Ich denke mal, dass man dort dann in dieses Portal kommt. Wir werden auch eine kleine Shopping-Spree machen. Also ich werde mir ein paar Halloween-Outfits auf jeden Fall zulegen, ist ja ganz klar. Und dann würde ich sagen, hier sehen wir schon den ersten Kürbis. Freunde, ihr wisst nicht, ich freue mich so krank auf Halloween. Warum auch immer, letztes Jahr, ja toll. Letztes Jahr war ich irgendwie so gar nicht gehypt. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so Halloween-Menschen seid oder nicht. Aber ich freue mich mega dieses Jahr. Ich weiß auch nicht warum. Und das Portal sieht genauso aus wie letztes Jahr. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der Erkundungstour. Ich glaube, es sieht fast so aus wie letztes Jahr, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob irgendwas anders ist. Wie gesagt, ich habe keine Info-Updates gelesen. Okay. Ja, es sieht genauso aus wie letztes Jahr. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr. Es ist nicht mehr normal. Es ist so, so hübsch. Und dann die Leute, die jetzt kein Halloween mögen, die können es so gar nicht nachvollziehen, dass ich so übel am Eskalieren bin. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ja, wir starten einfach mal und gucken mal, weil es gibt bestimmt wieder ein paar Quests. Die werde ich jetzt allerdings nicht machen. Weil, das könnt ihr dann selber machen. Ich bin ja kein Let's Player. So, ich glaube, es ist genau das gleiche wie letztes Jahr. Hier ist der Kleiderschrank. Okay, mein Rucksack ist maximal voll. Den müsste ich vielleicht erstmal ganz kurz entleeren. Ansonsten kann ich mir ja keine Kleidung kaufen. Ich mache das mal ganz kurz. Moment. Übrigens komme ich gerade aus meiner Mathe-Vorlesung und muss dann später zu einer nächsten Mathe-Vorlesung. Also... Studentenleben ist anstrengend, Freunde, ich sag's euch. Ich muss dann auch noch gleich in den Stall mein Pferd auch nochmal bewegen. Das ist so stressig. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir die Zeit bleibt. Ich habe kaum noch Zeit für irgendwas. Echt ein Wunder, dass ich jetzt gerade Zeit habe, dieses Video aufzunehmen. Also wirklich. So, wir starten mit dem ersten Shop. Oha. Oha, ich liebe ja solche... Oh mein Gott, ich würde am liebsten gerade alles kaufen. Das ist nicht mehr normal. Ich habe aber ein bisschen begrenztes Budget, außer ich kaufe mir ein paar Sachen, ein paar Starcoins so. Okay, nee, wir erkunden erstmal und danach kommt die Shopping Spree, würde ich sagen, weil ansonsten werde ich jetzt hier nicht froh. Hier gibt es wieder diese Anfängerpferde-Dingsels da, ne, diese Kostüme für die Anfängerpferde, also auch gleich. Und hier gibt es fancy Masken, also ja, sieht mir auf jeden Fall ähnlich. Okay, wie gesagt, Shopping Spree kommt später, mache ich jetzt noch nicht. Hier haben wir wahrscheinlich wieder das Rennen. Ja, das ist wahrscheinlich auch genau das gleiche wie letztes Jahr. Was haben wir hier? Hier haben wir auch noch ein paar Klamotten. Gut, da gucke ich später auf jeden Fall auch nochmal vorbei. Hier haben wir jetzt so gesagt, hier haben wir dann eine Quest. Okay, Quests mache ich jetzt nicht. Und hier kommen wir zu Pferden. Ich weiß gar nicht, was es für Pferde zu kaufen gibt. Muss ich ehrlich sagen. Was gibt es denn überhaupt hier? Oha. Oh mein Gott, wie cool ist der denn? Und der kostet 359 Starcoins. Sag mal, habt ihr alle den Arsch offen? Aber der ist cool. Aber doch nicht für... Boah, nee. Aber der Rabe, der ist schon... Der Rabe, der ist... shit. Ja, mal gucken, ich weiß es noch nicht. So, was gibt es hier für Pferde? Okay, das sind wahrscheinlich wieder so magische Pferde. Ah ja, oha, mega in weiß. Oha, wie schön. Okay, wow. Und das zweite hier. Wie schaut das aus? Hä, das sieht auch voll hübsch aus.
Oh mein Gott, ich kann mir jetzt aber keine zwei Pferde kaufen, dann bin ich arm, dann muss ich mir erstmal Starcoins kaufen. Aber das Ding ist, diese Halloween-Pferde, die reitet man halt nur jetzt und dann halt nie wieder. Und dafür jetzt Geld auszugeben, wäre halt praktisch gesehen einfach dumm. Also es wäre einfach dumm. Aber, ah, die sind wirklich schön. Ah, ich überlege noch. Okay, ich überlege noch. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Und hier drüben gibt es die, die es letztes Jahr gab. Die fand ich ja nicht so cool, muss ich sagen. Ich habe mir zwar dieses Quarter-Ding gekauft. Ich glaube aber, ich habe es wieder verkauft. Ich weiß es gar nicht. Also wegen den Pferden, da muss ich noch überlegen. Okay, Moment. Wir gucken mal ganz kurz. Was ist denn im Global... Jö. Okay. Was? 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 Guckt auf den Preis. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben muss. Haben muss. Ach, das ist von diesem Geburtstagsquiz. Oh mein Gott. Ich sehe es erst. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Kaufen. Kaufen. Hä, wie schön. Wie schön. Oha. Ich habe dieses Geburtstagsquiz ja nicht gemacht, weil ich nicht online war. Oh mein Gott. Was? Wie schön. Hoho. Okay, was gibt's für Kleidung? Okay, da gibt es leider nichts, oder? Gibt's hier irgendwas? So ein fancy Star Stable Pulli? Naja, gut. Den können wir uns mal holen, weil, ne? Dann hat man ne wenigstens. Aber ich bin jetzt nicht so. Also können wir nicht erzählen, dass jemand so rumläuft. Das sieht einfach ne? Nicht so schön aus. Das werde ich mir noch holen. Ich liebe solche Dressur-Jackets oder Jackets oder wie auch immer man das ausspricht. Okay, hier haben wir nichts weiter. Und dieses pinke Zeug, muss ich sagen, ist jetzt auch nicht so meins. Also, nee. Okay, ich bin wirklich gerade schockverliebt in dieses Set. Gut, dass ich weiß, dass es das gab beim Geburtstagsquiz. Hier kann man wieder irgendwas eintauschen. Da kriegt man wieder irgendwelche coolen Gegenstände. Keine Ahnung. So, dann würde ich sagen, gucken wir hier nochmal kurz in die Shops rein, weil vielleicht lasse ich mir hier doch nochmal was mitgehen. Ich finde nämlich diesen Hut hier ganz adrett. Den werde ich mir auf jeden Fall holen und ich werde mir dieses Bosal holen. Das ist richtig schön. Und ich mag so schwarze Bosals irgendwie gerne und es gibt kaum schwarze Bosals. Lol. Dieses Kürbisding werde ich mir nicht holen. Das finde ich nicht so schön. Ich bin nicht so der Kürbismensch. Und diese ganzen Sachen, die gab es ja auch schon letztes Jahr. Also ich werde mir auf jeden Fall noch diesen Hut holen. Und ansonsten nichts weiter, weil die Stiefel finde ich nicht so schön. Und den Rock, na gut, Röcke, ne? Ihr wisst meine Meinung zu Röcken. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir, ach so, dieses Ding, ne? Das brauche ich nicht. I don't need this. Und hier haben wir Masken. Was gibt's denn so für Masken? Weil vielleicht hole ich mir doch noch mal irgendwie eine Maske. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme mir mal die Hexe mit. Und was gibt es noch? Was gibt es noch? Die Spinne. Oh Gott, die kostet 1000 Euro. Digga, 1000 Euro, oder? Die holen wir uns auch noch mal. Die Spinne ist ganz süß. Ja, es gibt schon süße Sachen. Das Update bleibt ja ein bisschen länger. Vielleicht hole ich mir dann später noch mal ein paar Masken. Oh, die ist cool. Die wollte ich unbedingt noch mal haben. Ja, perfekt. Dann haben wir die auch. Jetzt haben wir, das ist jetzt bisher jetzt meine Ausbeute hier oben. Wollte ich hier nochmal schauen. Hier gibt es ja auch noch was. Und was gibt's hier? Also das Ding, ja, das. Ja, wir nehmen es einfach mal mit. Schaden kann es nicht. Aber die T-Shirts, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so Bombe. Und die Schuhe. Nee. Okay. Hier gibt es ein Lagerfeuer. Setzt euch ans Lagerfeuer. Singt das Lagerfeuerlied. Okay, es gibt keine weiteren Shops. Dann sind wir jetzt eigentlich nur noch bei dem Thema Pferd. Ich bin so ein bisschen so kurz davor, mir beide zu holen, weil ich die echt unglaublich schön finde. Aber so muss ich sagen, finde ich die Mähne von dem nicht so toll. Fällt mir gerade auf, das habe ich davor gar nicht gesehen, dass hier so Blümchen drinne sind. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Da finde ich den hier deutlich schöner. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob sich die Mähne bei dem Pferd ändern lässt, weil es ja so ein magisches Pferd und bei magischen Pferden lässt sich die Mähne ja meistens nicht ändern. Deswegen, aber ist kritisch, weil ich finde hier diese Fellstruktur nicht schön. Die sieht so aus, als hätte das Pferd irgendwie so voll das dicke Winterfell. Spricht mich nicht an. Da finde ich, das hier irgendwie sieht es hier nicht so schlimm aus. Aber dadurch, dass die Farben hier in der Mähne schon bestimmt sind durch dieses Blau und das Grün, weiß ich nicht, was man dann dafür Outfits draufpacken könnte. Wie schauen die nochmal verwandelt aus? Ja, das sieht irgendwie aus, als würde das Pferd schimmeln. Lol. Und das hier? Ja, das sieht schon irgendwie schöner aus. Das andere, glaube ich, nehme ich nicht, weil ich finde das mit diesen Blumen in der Mähne nicht so schön. Ich glaube, ich nehme das, weil ich finde, das sieht eigentlich auch ganz cool aus.
ist nur die Frage, soll ich einfach gleich Eyecatcher nehmen? Eyecatcher ist voll der coole Name. Moment. Hä? Gibt's kein Ei? Was? Okay, dann gucke ich jetzt nochmal ganz kurz nach einem Namen. Moment. Ich habe eine Idee. Hier gibt's Ei. Und zwar Raven Eye. Ist irgendwie cool. Eigentlich auch nicht. Ist mir egal. Ich glaube, ich nehme den Namen. Einfach, wenn der Name mir nicht gefällt, kann ich ihn ja nachträglich noch ändern. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und Raven Eye ist bei mir eingezogen. Jetzt ist nur noch die große Preisfrage, kaufe ich mir einen Raben oder nicht? Weil die sind halt schon krank überteuert für 379 Starcoins. Aber so gesehen ist es ja eigentlich ganz schön, so einen Raben zu haben. Lol, es hat sich gereimt. Also irgendwie muss ich ja sagen, soll ich einfach, okay, ich zieh durch. Oh mein Gott, okay, ja, perfekt, gut gemacht. Jetzt bin ich offiziell fast arm. Ansonsten, was hier eigentlich von der Erkundung her? Es ist ja im Prinzip genau das gleiche wie letztes Jahr. Nur, dass es ein paar neue Pferde gab und ein paar neue Outfits. Dann lasse ich mich mal kurz abholen und werde mal ganz kurz mein neues Pferd zum Vorschein bringen. Müssen wir mal kurz gucken, ob was wir da für ein Outfit drauf machen. Und ich wette um 10 Euro, dass man da die Mähne nicht ändern kann. Also hundertprozentig kann man das da eh nicht machen. Oh, der Heimatstall, der ist auch wieder so Geister-Deluxe-mäßig aufgebaut. Wunderbar. Ich tue hier mal trotzdem das ganze Zeug kurz runter. Boah, der Sattel ist so schön. Oh mein Gott, ich komme da nicht drauf klar. Wieso ist der so schön? So, wo haben wir Raven Eye? Here we go. Hello. Also ich muss sagen, von den Farben her finde ich es eigentlich ganz cool. So ein bisschen so Galaxy-mäßig. Gibt es Sinn? Nobody knows. Und wie ändert man nochmal die Farbe auf Haar? Ja, wow. Ah, doch, es ist sehr schön. Gefällt mir gut. Da passt jetzt auch dieses Outfit drauf, dieses braune hier. Ah, ich kann keine Gamaschen ausrüsten. Was ist denn das für ein Schmutz? Aber ich denke, ich werde so ein bisschen so ein anderes Outfit drauf machen. Und was jetzt zwar gerade gar nicht zu Halloween passt, aber es ist mir egal. Und ich habe gerade irgendwie gar keinen Bock mehr zu reden. Ich würde dann gerade, also eigentlich würde ich gerade wirklich still sein, aber das ergibt ja keinen Sinn, weil dann kann ich das Video gar nicht weiterdrehen, you know. Ja, wir nehmen die Trense, die passt doch ganz gut. So, und jetzt brauche ich noch eine Satteltasche, weil ich will natürlich mal meinen erworbenen Raben begutachten. Dann nehmen wir mal irgendeine braune, die vielleicht ein bisschen... Boah, das sieht eigentlich ganz schön. Ich komme hier gerade mit einem Sommeroutfit, ne? Und es ist halt Herbst, so lieben wir. Okay, der Rabe ist super fancy. Wow, mega. Okay, das ist jetzt mein fertiges Outfit. Passt, wie gesagt, gerade überhaupt nicht zu dem Ganzen. Aber es ist mir egal, weil ich finde es super schön. Und ich finde, das Pferd hat auch voll die angenehme Farbe dafür. So ein bisschen Rosé und so ein bisschen so... Na, es gefällt mir ganz gut. Also ich muss sagen, ich finde das Halloween-Update eigentlich ganz cool. Ist halt ungefähr genau das gleiche wie letztes Jahr. Ich muss mir da mal die Quests anschauen. Die mache ich jetzt ja, wie gesagt, nicht. Ansonsten, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben zu dem Ganzen. Ich gucke jetzt nochmal ganz schnell zum Friseur, auch wenn ich der festen Überzeugung bin, dass es eh komplett sinnlos sein wird. Aber der Rabe, der flattert hier aufregend neben mir her. Ist ja super. Aber ansonsten, ja, finde ich es eigentlich ganz cool. So, ja. Dede, ich hatte recht. Ja, okay, perfekt. So, Freunde, dann würde ich sagen, beende ich das Video an dieser Stelle. Ihr könnt euch gerne selber noch das Halloween-Update anschauen und mir gerne mal eure Meinung zu den Pferden und zu dem ganzen Update in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz wunderschöne Zeit. Ciao, ciao.